Wir werden uns hier gleich beschäftigen mit der Reform der Pflegeberufe. So ist die Kurzform. Eigentlich geht es um die Reform der Ausbildungswege in den Pflegeberufen. Sie haben, wenn Sie vorhin schon uns zugeschaut haben beim Interview um Viertel vor neun, ja gesehen, dass da einiges geändert werden soll in Zukunft. Und das ist jetzt eine prima Gelegenheit, wieder abzugeben an den Bundestagspräsidenten, der genau diesen Tagesordnungspunkt jetzt nämlich aufruft. Um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte erweitert werden soll. Dabei soll wie immer von der Frist für den Beginn der Beratung soweit erforderlich abgewichen werden. Nach dem Tagesordnungspunkt 37, hier geht es um die abschließenden Beratungen ohne Debatte, soll die von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen verlangte Aktuelle Stunde mit dem Titel Europapolitik der Bundesregierung zwischen Griechenland-Krise, Brexit und Europäischem Rat aufgerufen werden. Der Tagesordnungspunkt 13, Spitzensportförderung, soll abgesetzt werden. Die Tagesordnungspunkte 14a und 14b, hier geht es um Pestizidreduktion in der Landwirtschaft, sollen nunmehr in Verbindung mit dem bisher ohne Debatte vorgesehenen Tagesordnungspunkt 37f aufgerufen werden. Die Tagesordnungspunkte 14c und 14d, hier geht es um den Einsatz von Glyphosat, werden abgesetzt. An der Stelle des nach hinten rückenden Tagesordnungspunktes 15a, Bundesnaturschutzgesetz, soll mit einer Debattenzeit von 38 Minuten der Gesetzentwurf zur strafrechtlichen Rehabilitierung, der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen und zur Änderung des Einkommenssteuergesetzes auf der Drucksache 12786 in Verbindung mit dem Gesetzentwurf auf der Drucksache 10117 und dem Antrag auf der Drucksache 10118 abschließend beraten werden. Der Tagesordnungspunkt 15b soll abgesetzt werden. Der Tagesordnungspunkt 22, Bekämpfung von Diskriminierung, soll nunmehr in Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 37 ohne Debatte aufgerufen werden. Darüber hinaus kommt es zu den in der Zusatzpunkteliste dargestellten weiteren Änderungen des Ablaufs. Sind Sie mit diesen Veränderungen der Tagesordnung, die Ihnen vermutlich sofort einleuchten, in genau dieser Reihenfolge einverstanden? Das ist doch mal gut so. Dann ist die neue Tagesordnung so beschlossen. Bevor ich den ersten Tagesordnungspunkt aufrufe, müssen wir noch einen Geschäftsordnungsantrag behandeln. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD haben fristgerecht beantragt, die heutige Tagesordnung um die zweite und dritte Beratung der von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens auf den Drucksachen 11277 und 12785 und zur Änderung des Strafgesetzbuches, des Jugendgerichtsgesetzes und der Strafprozessordnung auf den Drucksachen 11272 und 12785 zu erweitern und im Anschluss an Tagesordnungspunkt 12 mit einer Debattenzeit von 38 Minuten zu beraten. Über diesen Geschäftsordnungsantrag stimmen wir jetzt ab. Wer stimmt für diesen Aufsetzungsantrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist jedenfalls bei einer erkennbaren hinreichenden Mehrheit der Aufsetzungsantrag angenommen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 7a und 7b, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Reform der Pflegeberufe, sowie die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel »Eine Lobby für die Pflege, Arbeitsbedingungen und Mitspracherechte von Pflegekräften verbessern«. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Auch das ist offenkundig einvernehmlich. Dann können wir so verfahren. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Georg Nüßlein für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Die Reform der Pflegeausbildung ist der Schlussstein in einer Reihe von Pflegegesetzen, in denen wir die Pflege reformiert haben. Aber es ist der Schlussstein, der am schwierigsten zu setzen war, meine Damen und Herren. Wir hatten im Mai des letzten Jahres eine Anhörung zu dem Thema und haben erleben müssen, dass die Fachwelt tief gespalten ist bei der Frage, wollen wir in Zukunft die Ausbildung spezialisiert machen oder wollen wir sie generalistisch und breit halten. Und wir haben dann in der Tat in der sich anschließenden Diskussion innerhalb der Fraktionen auf die Bedenken, die uns vorgetragen wurden,
reagiert. Und ich sage das an dieser Stelle ausdrücklich, weil es ja dann Forderungen gab, noch mal eine Anhörung zu machen. Das ist obsolet dadurch, dass wir ja eben eingegangen sind auf das, was uns damals vorgetragen wurde. Ich möchte an der Stelle ganz am Anfang ganz herzlich meinem Kollegen Lauterbach für eine verlässliche Zusammenarbeit nicht nur in diesem Punkt, Herr Kollege Lauterbach, danken. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen damit schade, das kann ich nicht beurteilen. Das ist dann ein, nehmen Sie es als Kollateralschaden, unvermeidbar und nicht als bedingten Vorsatz an der Stelle. Wir haben gemeinsam eine ganze Menge an Dingen in der Gesundheitspolitik bewegt. Ich muss aber, meine Damen und Herren, wenn ich von Schlussstein spreche, etwas ausholen, auch auf dieses Gewölbe insgesamt an der Stelle eingehen, denn die Pflege war das Top-Thema dieser Legislatur. Und ich danke an der Stelle natürlich ganz herzlich dem Gesundheitsminister dafür, dass er die Akzente so gesetzt hat, auch für die Kompromissbereitschaft in diesem heute zu beratenden speziellen Punkt. Und ich möchte in den Dank auch einschließen, meine Damen und Herren, die Kollegin Schön und die Berichterstatter Ilsdorfer, Rüttel und Riebsamen, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass wir heute an diesen Punkt kommen. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich gilt das ganz genauso, Frau Krone, in der gleichen Herzlichkeit für die Arbeitsgruppe der SPD. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das der Kollege Lauterbach, der ja dafür dann auch zuständig ist, in seiner Rede noch entsprechend tun wird. Ich gehe auf die Verbesserungen deshalb ein jetzt, meine Damen und Herren, weil das eine Rolle spielt, weil es entscheidend ist. Wir haben, meine Damen und Herren, die Rahmenbedingungen für die Pflege und insbesondere für die, die diesen harten Job täglich machen, deutlich und erkennbar verbessert. Wir haben dafür gesorgt im Krankenhausbereich, dass wir einen Pflegepersonalzuschlag 500 Millionen gemacht haben, um sicherzustellen, dass die Personalkosten nicht mehr der Steinbruch sind in Zukunft, wo man Geld sparen kann. Wir haben ein Pflegestellenförderprogramm aufgelegt, 630 Millionen. Wir haben die Tariflohnschere abgemildert, haben gesagt, die Tariferhöhung wird zur Hälfte sofort reformiert. Wir haben eine Personaluntergrenze, oder wir werden gemeinsam mit der Selbstverwaltung eine Personaluntergrenze definieren, damit in sensiblen Bereichen keine Unterbesetzung vorkommt. Wir haben in der Altenpflege dafür gesorgt, dass die Tarifbezahlung nicht mehr als unwirtschaftlich hingestellt wird. Wir haben dafür gesorgt, dass vorsätzlich personelle Unterdeckungen sanktioniert waren. Übrigens haben wir das mit der SPD gemeinsam gemacht. Darum kann ich wundere mich jetzt über die Zwischenrufe an der Stelle. Wir haben dafür gesorgt, dass die behaupteten Personalkosten angemessen nachgewiesen und nicht nur nachgewiesen, sondern auch tatsächlich bezahlt werden an das Personal. Und wir haben dank dem Pflegebeauftragten auch dafür gesorgt, dass es zu einer Entbürokratisierung in der Pflegedokumentation kommt. Warum erzähle ich das einleitend, bevor ich auf das Gesetz als solches eingehe? Mich hat vieles geärgert in der Diskussion, sage ich ganz ehrlich. Insbesondere, dass die ganz besonders für die Generalistik waren, eigentlich nur berufspolitische Argumente vorgetragen haben, obwohl es doch viele andere gute Argumente dafür gibt, eine Ausbildung stärker zu verzahnen, die sich in weiten Teilen überschneidet. Und obwohl es auch gute Argumente gibt, zu sagen, in einer Zeit, wo es Multimorbide gibt, wo es auch das Thema, dass wir Kenntnisse im Umgang mit Alten in Krankenhäusern brauchen, dass wir da übergeordnet ausbilden. Diese Argumente gibt es. Aber am meisten geärgert hat mich, meine Damen und Herren, dass wir uns in die Schuhe schieben wollten, dass all die kritisch mit der Thematik umgegangen sind, nur nicht den Beruf aufwerten wollen oder gar dafür Sorge tragen wollen, dass die Löhne steigen. Meine Damen und Herren, dann hätten wir all die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, so nicht gemacht. Das war unlauter, dass man das so uns in die Schuhe schieben wollte. Nun gibt es immer noch ein paar, die jetzt auch mit diesem Kompromiss, der aus meiner Sicht intelligent verzahnt, das Thema generalistische Ausbildung schwerpunktmäßig im Bereich der klassischen Krankenpflege mit dem Erhalt des Berufsbilds der Altenpflege und der Kinderkrankenpflege, die damit kritisch umgehen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, diese Kritik, die nachher die Opposition natürlich in allen Farben vortragen wird, die können Sie noch gar nicht vortragen, weil Sie noch gar nicht wissen können, was am Ende kommt. Denn das Entscheidende ist doch, meine Damen und Herren, wir zeichnen hier einen Rahmen vor.
Und dieser Rahmen muss in der nächsten Legislatur, so ist es halt, gefüllt werden mit den Lerninhalten, die der nächste Deutsche Bundestag festlegen wird. Dafür haben auch wir gesorgt, dass das mit Zustimmung des Deutschen Bundestags stattfinden wird, dass es also nicht alleiniges Regierungshandeln bleibt, sondern dass der Bundestag bei dieser wichtigen Frage auch im Boot bleibt. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass das so kommt. Und wir haben dafür gesorgt, meine Damen und Herren, dass Hauptschüler und Quereinsteiger, dass die von der Anlage her, und das wird sich und muss sich bei den Inhalten dann fest weiter niederschlagen, dass die mit an Bord bleiben. In meinem Bundesland, meine Damen und Herren, sind in der Altenpflege bis zu 40% Hauptschüler. Und es macht überhaupt keinen Sinn, so wie es unser Deutscher Pflegerat nahegelegt hat, die ganze Ausbildung so hoch zu hängen, dass wir auf diese wichtigen Leute, die mit Fachkenntnis, aber auch mit Empathie pflegen, dass wir die am Schluss verlieren. Das war das eigentliche Anliegen, warum wir diese Reform, Herr Kollege Lauterbach, so gestrickt haben, wie wir sie gestrickt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was man gar nicht massiv und lang genug auch unterstreichen kann. Nun wird es in den Grundzügen so sein, wie ich es schon beschrieben habe. Die Krankenpflege wird ersetzt durch eine generalistische, das heißt breite Ausbildung, sodass der, der eine Krankenpflegeausbildung gemacht hat, auch in der Altenpflege tätig werden kann beispielsweise. Und die Alten- und Kinderkrankenpflege bleibt erhalten. Es gibt aber zwei gemeinsame Jahre. Und diese zwei gemeinsamen Jahre, die setzen sich dann im dritten Jahr fort nach Wahl des Auszubildenden. Entweder in die Richtung Spezialisierung, wo er sagt, ich lege mich fest, ich möchte Altenpfleger, ich möchte eine Kinderkrankenschwester werden. Oder in der Weise, dass er sich anders orientiert und sagt, ich möchte in die generalistische Ausbildung gehen. Diese Wahlfreiheit ist eigentlich der Kern dieses Kompromisses, dass wir sagen, nicht die Politik, meine Damen und Herren, entscheidet, sondern es entscheidet der Arbeitsmarkt und es entscheiden insbesondere diejenigen, die das Ganze absolvieren. Glaube ich, das liegt sehr nahe, das so auszugestalten. Und es ist auch richtig, das so zu machen. Nun weiß niemand, wie sich diese Entscheidungen ausgehen, aber ich sage Ihnen auch, weil auch da schon wieder die Vorwürfe kamen, nicht der Deutsche Bundestag, nicht ein Automatismus im Gesetz, wie es immer behauptet wird, wird das am Schluss entscheiden. Überhaupt nicht. Das Ergebnis wird zahlenmäßig evaluiert im Jahr 2026, nachdem es 2020 in Kraft tritt. 6 Jahre später evaluiert und dann entscheidet der Deutsche Bundestag frei, wie wir immer frei entscheiden, frei, in welche Richtung das Ganze gehen wird, entscheidet ganz unabhängig, ob er das eine oder das andere fortsetzen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gegen den Arbeitsmarkt oder gar gegen die Auszubildenden entscheiden wird. Und insofern ist mir gar nicht bange, dass das, was in diesem Gesetz angelegt ist, tatsächlich gelingt. Und was die große, wichtige Botschaft in dem Zusammenhang ist, wir schaffen über den Ausbildungsfonds das Schulgeld ab. Nun sage ich Ihnen, das ist unsäglich, dass es noch Bundesländer gibt, die Schulgeld verlangen. Und jetzt kann man sagen, ja, das dauert ja noch, bis das Ganze in Kraft tritt. Ich lege denen, meine Damen und Herren, die es bisher nicht getan haben, die es noch nicht abgeschafft haben, Nordrhein-Westfalen beispielsweise unter der alten SPD-Regierung, lege ich nahe, das Thema entsprechend zu bearbeiten und dafür Sorge zu tragen. Dafür Sorge. Gibt es nicht mehr das Schulgeld? Na, dann sind wir ja froh, dass das dann tatsächlich, ich traue Ihnen das zu, dass das stimmt, wenn das dann so ist, dass das nicht abgeschafft und der Herr Laumann das schon gemacht hat, dann ist das wunderbar, nehme ich alles zurück. Trotzdem bleibt der Hinweis, meine Damen und Herren, die Länder, die es noch nicht getan haben, ich bin ja noch nicht für die Länder zuständig, die sollen es denn rechtzeitig jetzt schon tun. Jetzt schon tun. Und deshalb bin ich der Meinung, wir sind hier einen richtigen Weg gegangen. Wir sorgen für eine neue Finanzierungsgrundlage und wir sorgen dafür, dass wir es inhaltlich reformieren. Und das wird letztendlich von den Auszubildenden sinnvoll entschieden und auch dirigiert und nicht von der Politik. Und wenn ich mir das Geschrei anhöre, ist gut, dass es nicht die Politik macht. Vielen herzlichen Dank. Georg Nüsslein, für die Unionsfraktion, einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzender. Und um diese Information zu ergänzen, Schulgeld in diesem Thema, in diesem Zusammenhang gilt in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nächste Rednerin ist Pia Zimmermann für die Linksfraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Großen Koalition.
Mit dem Pflegeberufe-Reformgesetz haben Sie große Erwartungen geweckt. Sie haben eine Reform der Pflegeberufe versprochen. Jetzt haben Sie tatsächlich ein großes Durcheinander vorgelegt und Sie nennen das auch noch Kompromiss. Ja, und tatsächlich ist es auch ein Kompromiss. Aber auf rein politischer Ebene. Mit Fachlichkeit hat diese Gesetzesvorlage jedenfalls nicht viel zu tun und eine Reform ist es schon gar nicht. Vor über einem Jahr haben Sie uns einen Gesetzentwurf vorgelegt. Monatelang haben Sie nicht nur uns, sondern vor allen Dingen die Betroffenen, also die Schulen, die Auszubildenden, am Ende auch die Menschen mit Pflegebedarf und deren Angehörige im Regen stehen lassen. Kein Bild, kein Ton, meine Damen und Herren, so geht das nicht. Und was Sie jetzt im Eilverfahren vorlegen, verbessert gar nichts. Das wissen Sie offenbar selbst, denn Sie haben eine bereits terminierte Anhörung mit den Stimmen der SPD abgelehnt. 12 Stunden vor den Beratungen haben Sie uns 46 Änderungsanträge auf 81 Seiten vorgelegt, die bereits 14 Tage vorlagen. Nennen Sie das einen demokratischen Prozess? Ich nicht. Inzwischen haben Sie Ihr eigenes Gesetz so sehr verändert, dass nicht einmal Ihre einzigen Unterstützerinnen und Unterstützer sich damit identifizieren können. Ich habe Ihnen einige Zitate mitgebracht von Verbänden, die normalerweise Ihre Position vertreten. Dieser Alternativvorschlag ist berufspolitisch rückständig und pädagogisch unsinnig, sagt der Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe. Bereits jetzt ist absehbar, dass die Kapazitäten für bestimmte Ausbildungsabschnitte nicht flächendeckend zur Verfügung gestellt werden. Das birgt die Gefahr, dass sich die Ausbildungszeit verlängert und der Fachkräftemangel eher verstärkt wird, sagt Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands. Nach einem unvorstellbaren Gewürge gibt es jetzt einen Kompromiss von Union und SPD. Unsere Befürchtung bleibt, dank dieses bürokratischen Kuddelmuddels werden Unternehmen weniger ausbilden. Die alten Menschen und die Altenpflege werden zum Opfer dieser Reform, sagt der Arbeitgeberverband der Pflege. Ich sage mal, meine Damen und Herren, deutlicher geht es nicht mehr. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz macht die Pflegeausbildung nicht attraktiver. Im Gegenteil, durch die Unübersichtlichkeit der verschiedenen Ausbildungsgänge und Abschlüsse wird kaum noch jemand wissen, wofür sie oder er sich entscheiden soll. Und angesichts der schlechten Arbeitsbedingungen, der geringen Bezahlung und der katastrophalen Personalsituation gibt es dann nicht mehr viele Gründe, sich überhaupt noch für den Pflegeberuf zu entscheiden. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz wertet den Pflegeberuf auch nicht auf. Im Gegenteil, es wird dazu führen, dass die Altenpflege weiter abgehängt wird, statt sie zu fördern. Es wird im schlimmsten Fall sogar zu einer Deprofessionalisierung der Pflegekräfte in allen Bereichen führen, weil die fachlichen Kompetenzen der verschiedenen Pflegeberufe nicht gestärkt werden. Dieses Gesetz verbessert die Ausbildungsbedingungen nicht. Im Gegenteil, die praktische Ausbildung wird noch unübersichtlicher, als sie ohnehin schon ist. Bis heute liegt keine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vor, trotz Ihrer Zusicherung, sie zur Gesetzesverabschiedung im Entwurf vorzulegen. Die Finanzierung der Ausbildung ist bis heute nicht vollständig geklärt und nach seriösen Berechnungen wird Ihr Finanzplan nicht aufgeben. Außerdem werden mit Ihrem Entwurf die Ausbildungskosten auf Menschen mit Pflegebedarf in stationären Einrichtungen umgelegt. Das darf nicht sein. Was wollen Sie den Menschen denn eigentlich noch zumuten? Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist keine gute Entscheidung für die Pflege. Keine Entscheidung wäre besser als das, was uns hier vorliegt. Mit diesem faulen Kompromiss, mit dem trügerischen Namen Pflegeberufe-Reformgesetz, haben Sie einen Koalitionsstreit auf dem Rücken der Pflegekräfte und dem der pflegenden Menschen ausgetragen. Das ist unglaublich. Meine Damen und Herren, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen, braucht es nicht nur eine viel bessere Ausbildungsreform. Man muss vor allem die Rahmenbedingungen verbessern, und zwar sofort. Die Pflege braucht eine feste Personalbemessung, nicht erst nach 2020 in der Altenpflege und nicht nur für ausgewählte Bereiche im Krankenhaus. Die Pflege braucht eine allgemeinverbindliche tarifliche Bezahlung in allen Bereichen, die von den Kassen finanziert wird.
Und die Pflege braucht mehr Mitbestimmung aller Beteiligten, der Pflegekräfte, der Angehörigen und der Menschen mit Pflegebedarf. Meine Damen und Herren, nur so kann eine gute Pflege gelingen, und dafür setzen wir Linke uns ein. Herzlichen Dank. Pia Zimmermann, die pflegepolitische Sprecherin der Linksfraktion. Und jetzt müsste auf dem Weg sein, ja, da sehe ich sie auch, Katharina Barley, die neue Familienministerin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade gestern habe ich hier an dieser Stelle den zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung vorgestellt. Darin war ein großes Element die Aufwertung sozialer Berufe. Und genau mit diesem Vorhaben machen wir ernst. Das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe ist ein großer Schritt in Richtung Aufwertung der sozialen Berufe. Und sehr geehrte Frau Zimmermann, wenn die Linke jetzt anfängt, den Arbeitgeberverband und die Krankenhausdirektoren zu zitieren, dann stellen Sie vielleicht fest, dass Sie da auf einer etwas schiefen Ebene sind. Heute hat sich Annelie Buntenbach vom Deutschen Gewerkschaftsbund geäußert, dass diese Reform längst überfällig ist und insbesondere im Bereich Mitbestimmung ganz große Fortschritte bringen wird. Wer einmal Angehörige selbst gepflegt hat, der weiß, was das für eine Herausforderung ist. Emotional, körperlich, mental. Aber auch, wie bereichernd diese Tätigkeit sein kann. Und wer diese Tätigkeit als Beruf wählt, der wählt den Dienst am Menschen mit all den Herausforderungen. Und das verdient erstmal unseren allerhöchsten Respekt. Eine neue Pflegeausbildung ist deswegen vor allem eine Sache von Wertschätzung, von Gerechtigkeit und von Weitsicht. Wertschätzung dafür, was diese Männer und Frauen jeden Tag leisten. Gerechtigkeit, weil wir vor allen Dingen die Altenpflege deutlich aufwerten. Und Weitsicht, weil wir die Pflege attraktiver machen müssen. Denn wir wissen, Nachwuchs wird schon heute dringend gesucht. Und wir müssen sicherstellen, dass die pflegebedürftigen Menschen auch in Zukunft alle Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Warum brauchen wir eine generalistische Pflegeausbildung? Weil wir immer mehr ältere Menschen im Krankenhaus haben, die mehr pflegerische Zuwendung brauchen als Jüngere. Weil wir in den Pflegeheimen eine steigende Anzahl von Menschen haben, die auch Krankenpflege brauchen. Und weil in der wichtigen ambulanten Pflege Akutpflege und Langzeitpflege beherrscht werden muss und deswegen diese Bereiche nicht getrennt werden können. Und was ist das Neue nun hier? Wir reagieren darauf, wir nähern Krankenpflege und Altenpflege aneinander an. Die Pflegekräfte erhalten eine moderne generalistische Ausbildung, die EU-weit anerkannt ist. Und der Abschluss öffnet sogar noch die Möglichkeit zum Pflegestudium. Das heißt, wir schaffen auch mehr Aufstiegschancen in der Pflege. Es wird eine Differenzierung im dritten Jahr geben. Ich gebe zu, das ist nicht die von mir favorisierte Lösung gewesen. Aber wir haben gehört, es wird eine Evaluierung nach 6 Jahren geben. Und wir werden sehen, ob sich dann Änderungsbedarf zeigt. Ein Punkt, der mir besonders wichtig ist. Es gibt nur wenige Berufe, wo man zur Ausbildung noch Geld mitbringen muss und keine Ausbildungsvergütung erhält. Interessanterweise sind das meistens Berufe, in denen überwiegend Frauen tätig sind. Und ich finde es einen riesigen Erfolg, dass wir die Ausbildungsfinanzierung neu regeln und das Schulgeld abschaffen und einen Ausbildungsfonds einrichten, der die Kosten übernimmt. Alle Auszubildenden werden eine angemessene Vergütung haben. Der Fonds ist nicht gedeckelt. Das heißt, es wird jeder Bedarf gedeckt werden. Es wird keine Platzbegrenzung geben. Eine solche moderne Pflegeausbildung, sehr geehrte Damen und Herren, ist eine Frage von Wertschätzung, von Gerechtigkeit und von Weitsicht. Wir brauchen gut ausgebildete, motivierte, engagierte Menschen in den sozialen Berufen, die sich um andere Menschen kümmern, die das auch als Berufung ein Stück weit empfinden, gerade in der Pflege, damit unser Land auch für alle lebens- und liebenswert bleibt. Ich bedanke mich sehr, auch bei insbesondere das vielleicht als Letztes, weil ich noch ein paar Sekunden auf der Uhr habe, für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Das kann ich jetzt nicht aus eigener Anschauung sagen, weil der Großteil des Prozesses unter meiner Vorgängerin Manuela Schwesig abgelaufen ist. Aber das gesamte Haus hat mir das versichert, dass das ein ausgesprochen produktives Zusammenwirken war. An dieser Stelle auch dafür einmal herzlichen Dank. Katharina Barley, die neue Familienministerin, schon mit ihrem zweiten Auftritt hier im Hohen Haus im Deutschen Bundestag. In diesem Fall zur Reform der Pflegeberufe. Nächste Rednerin. Bundesminister für Gesundheit ja möglicherweise bestätigen. Vorher hat aber die Kollegin Scharfenberg für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach etwa einem Jahr Stillstand, da stolpert diese Koalition heute auf den letzten Metern in die Reform der Pflegeausbildung. Eine Reform, über die mit äußerst harten Bandagen gestritten wurde und eigentlich auch immer noch wird. Es geht hier auch nicht um irgendwas. Es geht um die grundlegende Veränderung dreier Berufsbilder. Und das betrifft Millionen von Menschen. Das betrifft pflegebedürftige Patientinnen und Patienten zu Hause, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern. Das betrifft natürlich auch die künftigen Pflegekräfte von morgen, nämlich die zukünftigen Auszubildenden. Ich frage Sie aber, hält dieser Gesetzentwurf insgesamt das, wofür er angetreten ist? Das, was Sie uns versprechen? Wird er die Pflegeberufe attraktiver machen und wird er die Pflegeberufe aufwerten? Wird dieser Gesetzentwurf mehr Menschen für die professionelle Pflege gewinnen? Wir Grünen, wir sagen dazu ganz klar Nein. Um diese Ziele, Attraktivität und Aufwertung zu erreichen, da muss die Reform ein klares Berufsbild vermitteln und sie muss ein verlässliches Umsetzungskonzept liefern. Und von beiden, da sind wir ganz weit entfernt. Was wir haben, das ist Unsicherheit, das sind viele Fragen, die uns von der Koalition und auch von der Bundesregierung niemand eindeutig und schlüssig beantworten konnte und auch noch nicht kann. Und an drei Beispielen möchte ich das gern deutlich machen. Erstens, wir brauchen eine neue Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Und diese Verordnung, die ist quasi der Ausbildungslehrplan. Da drin steht, was die Schulen den Pflege-Azubis beibringen sollen. Und diese Verordnung, die liegt uns einfach noch nicht vor. Wir beschließen also heute ein Gesetz, dessen Inhalt wir eigentlich nicht wirklich kennen. Und bei so einer umstrittenen Reform, da sollten aber alle von Anfang an ganz genau wissen, was auf sie zukommt. Zweitens, Herr Nüßlein, Sie haben die Wahlfreiheit angesprochen. Dieses Gesetz wirbt mit einer Wahlfreiheit. Konkret bietet es aber wirklich nur eine Scheinwahl. Azubis, die sich für einen Abschluss in der Alten- oder in der Kinderkrankenpflege entscheiden, die können nach 2 Jahren in die generalistische Ausbildung wechseln. Die Wahlfreiheit, die funktioniert. Azubis aber, die sich für die Generalistik entschieden haben, die haben keine Wahl. Sie können nach 2 Jahren nicht in die Alten- oder Kinderkrankenpflege wechseln. Und ich frage Sie, was ist das für eine Wahlfreiheit, die eben auch nicht allen Azubis zusteht? Es kann auch gut möglich sein, dass jemand nach 2 Jahren doch lieber in die Alten- oder in die Kinderkrankenpflege wechseln möchte. Und für diejenigen ist das leider Fehlanzeige. Das Gesetz gibt es anders im Moment nicht her. Es ist richtig und es ist wichtig, dass wir Ende 2025 eine Evaluierung machen, dass geschaut wird, wie viel Prozent der Azubis sich für die spezialisierte Ausbildung der Alten- und Kinderkrankenpflege entschieden haben. Meine Damen und Herren, aber diese blanken Zahlen, die dürfen nicht das Entscheidungskriterium für oder gegen die Zukunft eines Berufsbildes sein. Es muss die Qualität eine Rolle spielen und es muss wirklich geschaut werden, welche Qualitäten bringen die zukünftigen Pflegekräfte mit. Es kann ja auch sein, dass die Mehrheit der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen im Jahr 2025 zurückmeldet, dass die generalistisch ausgebildeten Kräfte nicht qualifiziert genug sind und die spezialisierten Kräfte eben viel, viel besser sind. Und da braucht es eine ehrliche Analyse. Drittens, bei der praktischen Umsetzung, da ist noch ganz, ganz viel offen. Im Rahmen der 2-jährigen generalistischen Grundausbildung, da müssen alle Azubis praktische Einsätze in allen Bereichen absolvieren. Und das ist sehr, sehr ambitioniert. Und grundsätzlich wird es schwierig, ausreichend Praxisplätze in der Pädiatrie zu finden. Und da steht noch immer im Raum, dass auch Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen geeignete Praxisorte sein sollen. Und das ist und das bleibt einfach absurd für die Pflegeausbildung. So schön Sie das auch reden, es drohen noch einige Schwierigkeiten in der Umsetzung. Verehrte Kolleginnen und Kollegen der Koalition, angesichts dieser Probleme, da wäre es notwendig gewesen, zu diesem Kompromiss die Fachleute aus Wissenschaft und Fachverbänden noch einmal anzuhören. Aber dem haben Sie sich kategorisch verweigert. Und die Probleme, die bleiben trotzdem ungeklärt. Und das ist unverantwortlich. Die Auswirkungen dieser Reform, die werden uns noch sehr, sehr lange beschäftigen.
Sie produzieren hier die eierlegende Wollmilchsau, ein Fabelwesen, das alles können soll und das auf einen Schlag. Und alles, woran es in der Pflege hakt, das soll auf einmal vom Tisch sein und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Eine Reform der Pflegeausbildung, die ist nicht das Allheilmittel gegen den Fachkräftemangel, gegen schlechte Bezahlung, gegen den Pflegekräftefrust. So wurde das immer kolportiert. Eine Pflegeberufereform, die macht noch keine Attraktivitätssteigerung des Berufes aus. Und gerade der Fachkräftemangel, das ist doch der Dreh- und der Angelpunkt. Und hier brauchen wir eigene Maßnahmen. Und das haben Sie in dieser Wahlperiode nicht wirklich und ehrlich angepackt. In unserem Antrag, eine Lobby für die Pflege, der wird ja heute ebenfalls abgestimmt, da haben wir einige notwendige Maßnahmen genannt. Da geht es um die schnellstmöglichste Einführung eines Personalbemessungsinstruments in der Altenpflege und im Krankenhaus. Da geht es um die Unterstützung familienfreundlicher Mitarbeiter und Arbeitsbedingungen. Da geht es um die Unterstützung angemessener Gehälter in der Pflege, zum Beispiel durch einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag Soziales. Es geht um die Stärke der professionellen Pflege in den Gremien und in der Selbstverwaltung. Es geht um eine nachhaltige und eine gerechte Finanzierung der Pflege durch eine Bürgerversicherung. Alles unerledigte Aufgaben. Und so bleibt am Ende die Erkenntnis, die bittere Erkenntnis, die Pflegekräfte warten noch immer auf Hilfe. Und es bleibt sehr, sehr viel zu tun. Es bleibt viel zu tun für Sie. Denn das hier ist heute meine letzte Rede im Deutschen Bundestag. Ich habe mich entschieden, nicht ein weiteres Mal zu kandidieren. Ich war 12 Jahre hier Mitglied, 3 Legislaturen, in denen sehr, sehr viel passiert ist. Und das meine ich nicht nur politisch. Diese 12 Jahre, die waren auch für mich persönlich sehr, sehr wichtige Jahre. Und ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt. Sehr viel über Politik, über Strategie, über menschliche Abgründe, über persönliche Grenzen und auch über Grenzüberschreitungen, aber auch viel über Toleranz, über Verständnis und auch über Empathie. Ich habe selbst auch manchmal umparken müssen im Kopf und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich muss sagen, auch das gehört zu meiner Umparkerei im Kopf, es gibt in allen Fraktionen wunderbare Kolleginnen und Kollegen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit. Und ich denke, wir alle treten für unsere Parteien und für unsere Fraktionen an. Und das jeder und jede mit vollster Überzeugung. Es gab viele harte politische Auseinandersetzungen. Und wir haben in dieser Legislatur wirklich eine Mehrheit, die für mich persönlich und ich glaube für viele in der Opposition eine echte Herausforderung war und auch noch ist. Aber ich akzeptiere das, denn jeder und jede von uns ist demokratisch gewählt und hat hier seinen Platz. Und auch dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar dafür, Teil einer funktionierenden Demokratie zu sein. Und ich bin dankbar dafür, dass ich hier früh im Parlament beispielsweise den Gesundheitsminister Kröhe sehr scharf kritisieren kann und trotzdem sicher bin, dass ich abends dafür mich nicht in irgendeinem Gefängnis wiederfinde. Wir persönlich nehmen solche Dinge. Es gibt viele Länder, die gar nicht weit entfernt sind von uns, wo das der Alltag und die Realität ist. Und wir nehmen das viel zu persönlich. Und ich bin dankbar dafür. Und das muss uns bewusst sein. Und dafür müssen wir kämpfen. In den 12 Jahren, da war die Pflege mein zentrales politisches Arbeitsfeld. Und für mich ist und bleibt die Pflege eines der wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Und ich würde mir wünschen, dass Pflege noch viel, viel stärker in den Fokus rücken würde. Und das sehen, denke ich, meine pflegepolitischen Kolleginnen und Kollegen Pia Zimmermann, Mechthild Rawert, Erwin Rüttel und auch Erich Elsdorfer sicherlich genauso. Es war und es ist schön, mit euch zu arbeiten. Und wir haben alle gemeinsam für eine gute Pflege gekämpft. Danke dafür. Oben auf der Tribüne, da sitzt auch mein ehemaliger Kollege Willi Zulajew. Und ich freue mich, dass wir immer noch streiten über gute Pflege. Wir haben das 8 Jahre lang gemacht. Wir tun das immer noch. Und das zeigt mir, einmal Pflege, immer Pflege. Das Thema, das lässt uns einfach nicht los. Ich möchte mich bedanken bei allen Akteuren, die mich hier in Gesprächen, in Diskussionen, in Auseinandersetzungen und auch besonders mit ihrer Kritik weitergebracht haben.
Und stellvertretend nenne ich hier natürlich an allererster Stelle die Pflegekräfte und die pflegenden Angehörigen selbst. Da sind die Leistungserbringer in all ihren unterschiedlichen Verbänden, die Berufsverbände, die Gewerkschaften, das Bündnis für gute Pflege und auch die Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege. Und ganz besonders, und das darf natürlich nicht fehlen, das wissen Sie alle selbst, sind da meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die muss ich erwähnen. Ohne sie wären wir alle nichts. Und mein wunderbares Büro, das hat immer für meine Arbeitsfähigkeit gesorgt und es hat mich jahrelang unermüdlich und mit enormem Fachwissen und mit unglaublicher Loyalität unterstützt und begleitet. Und ganz zum Schluss muss ich natürlich auch und will ich noch einen ganz, ganz großen Dank, wahrscheinlich im Namen von uns alle, an die Plenarassistentinnen und Assistenten aussprechen, die dafür sorgen, dass wir hier einen reibungslosen Ablauf haben. Und ich glaube, die haben den meisten Applaus hier verdient. Ich gehe heute mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge und trotzdem ist es eine gute Entscheidung, auch mal loszulassen. Und für mich ist es der richtige Zeitpunkt. Vielen, vielen Dank und allen eine gute Weiterzeit. Liebe Frau Scharfenberg, den Dank für die gute Zusammenarbeit und die guten Wünsche gebe ich gerne zurück, im Namen des ganzen Hauses, auch persönlich. Und wenn jetzt noch der Bundesgesundheitsminister anschließend feierlich versichert, dass er gelegentliche Kritik an der Bundesregierung im Allgemeinen und womöglich an seiner Amtsführung nie zum Gegenstand von Strafanzeigen oder dem Versuch nehmen würde, Abgeordnete ins Gefängnis zu bringen, dann würde diese Debatte einen zusätzlichen Höhepunkt erreichen. Hermann Gröhr hat das Wort. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, unser Präsident hat in gewohnt heiterer Weise einen sehr ernsten Hinweis, dass wir dankbar dafür sein können, in Freiheit uns zu streiten, aufgenommen. Und ich finde, das ist durchaus immer wieder ein Anlass daran zu erinnern, dass wir streiten, dass uns Dinge einen, aber dass wir das mit der Kraft des Arguments und mit der Mehrheit, die uns die Wählerinnen und Wähler ausgestattet tun und nicht mit den Pressalien, die in anderen Ländern der Welt notwendige Debatten erst gar nicht möglich machen. Und ich finde, in dem Beitrag der Kollegin Scharfenberg ist ja eins deutlich geworden, dass wir auf einem Fundament streiten, dass wir gemeinsam den Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen und den Pflegekräften den Rücken stärken wollen. Da ist es Aufgabe der Opposition zu mahnen und zu drängeln. Da ist es unsere Aufgabe zu handeln. Und ich sage sehr selbstbewusst, in dieser Legislaturperiode ist so viel wie in keiner zuvor für die Pflege getan worden. Meine Damen und Herren, wir haben am 1. Januar dieses Jahres umgesetzt den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Endlich gleichberechtigter Zugang zu allen Leistungen der Pflegeversicherung, auch für demenziell Erkrankte. 10 Jahre wurde darüber gestritten. Und in diesem Hause ist noch in dieser Legislaturperiode von der Opposition im Zusammenhang mit Pflegestärkungsgesetz eins gesagt, 2 wird nie kommen. Am 1. Januar 2017 ist es Realität. Und auch über die Pflegeberufereform diskutieren wir seit 10 Jahren. Deswegen ist es ja auch originell, dass mancher pendelt zwischen dem Argument zu viel Zeit gelassen und übers Knie gebrochen. Seit 10 Jahren diskutieren wir die Frage, ob es nicht angemessen ist. Und ich bejahe dies eindeutig. Die Pflegeberufe in einem einheitlichen Berufsbild bei Vertiefung in Spezialitätenbereichen, in konkreten Tätigkeitsfeldern zusammenzuführen, weil es die Berufe aufwertet, weil es die Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten unserer Pflegekräfte erhöht. Und darin weise ich mich auch durch viele aus der Pflegebranche unterstützt, meine Damen und Herren. Ich finde es aber richtig, und mit Verlaub, wenn die Kollegin von der Linken dann von Koalitionsstreit redet. Also Sie fordern eine zweite Anhörung. Hätten Sie vielleicht bei der ersten schon zugehört, dann wüssten Sie, dass es nicht um einen Hakeln in der Koalition geht, sondern dass in der Tat
diese umfassende Ausbildungsreform mit ganz vielen Hoffnungen verbunden ist und auch mit Sorgen. Sorgen zum Beispiel der privaten Arbeitgeber, die haben Sie hier eindrucksvoll unterstrichen. Hoffnungen zum Beispiel bei der Wohlfahrtsverbände, beim Pflegetag, beim Pflegerat. Aber jeder artikuliert hier die Sorgen und die Verbände, denen er sich dann besonders nahe fühlt. Ich habe beim Pflegetag einen großen Rückenwind. Übrigens nicht nur für die Generalistik, sondern ausdrücklich auch für den Kompromiss erfahren. Und ich will auch sagen, dass ich es für richtig halte, auch mit Dank an Kollegen Nüßlein und Lauterbach, dass in dieser Weise nach einem Kompromiss gesucht wurde, ja gerungen wurde, der das Ziel hat, die Hoffnungen wie die Sorgen ernst zu nehmen und nicht rechthaberisch zu sagen, wer hat denn nun Recht in den Hoffnungen, sondern zu sagen, die jungen Leute, die eine Ausbildung beginnen, die sind Expertinnen und Experten für ihren eigenen Lebensweg und die werden, und da bitte ich Sie, sich noch mal anzusehen, das mit dem Wahlrecht, sie werden beginnend mit einer gemeinsamen Ausbildung dann im Bereich der Vertiefung in Alten- und Kinderkrankenpflege nach 2 Jahren die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob sie den Abschluss in der Kinderkranken- und Altenpflege oder den generalistischen Abschluss mit einem Vertiefungsschwerpunkt wählen. Wir legen dies in die Hand der jungen Leute. Wir werden dies nach einigen Jahren uns ansehen und dann wird der Bundestag entscheiden. Ich glaube, das ist eine gute Lösung, eine Lösung des Vertrauens zu denen, die wir gewinnen wollen für einen Beruf in den Pflegeberufen. Meine Damen, meine Herren, ich bin in der Tat davon überzeugt, dass wir umfassend die Attraktivität der Berufe stärken. Nicht nur durch den Ansatz der Generalistik erweiterter Einsatz und auch Aufstiegsmöglichkeiten. Ich nenne beispielhaft, weil von Wertschätzung für die Pflegerede war, Paragraph 4 vorbehaltene Tätigkeiten. Erstmalig regeln wir in einem Gesetz den klaren Grundsatz, pflegen kann nicht jeder. Sondern es ist klar, dass bestimmte Tätigkeiten nur ausgebildeten Fachkräften vorbehalten sind. Das ist ein deutliches Zeichen der Wertschätzung, erstmalig in diesem Gesetz, in dieser Klarheit. Und jetzt der zweite Punkt. Wir wollen eben gerade die praktische Ausbildung stärken. Und deswegen gibt es erstmalig eine klare Regelung zur Praxisanleitung. Das heißt, der Auszubildende wird eben nicht allein gleichsam in der Arbeit eingesetzt, soll sich dort bewähren, sondern erhält durch Fachkräfte eine entsprechende Praxisanleitung. Ein großer Fortschritt hin zu einer besseren Berufsausbildung, meine Damen und Herren. Es ist schon angesprochen worden, dass es ein Aberwitz ist, dass wir uns in einem Mangelberuf in der Altenpflege teilweise in einigen Bundesländern noch Schulgeld leisten. Das gehört dann endlich der Vergangenheit an. Ein wichtiger Schritt. Und ich sage sehr deutlich, die Debatte muss weitergehen. Wir haben auch andere Mangelberufe im Gesundheitswesen. Wenn ich an Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden denke, wir haben gestern im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz mit den Ländern darüber erörtert. Es bleibt wahrlich Arbeit zu tun. In Mangelberufen des Gesundheitswesens sollte Schulgeld endlich der Vergangenheit angehören, meine Damen und Herren. Und schließlich ergänzen wir die starke Berufsausbildung, die wir mit diesem Gesetz schaffen, um eine aus der Pilotphase sozusagen in den Regelbetrieb übergeführte hochschulische Pflegeausbildung, die ergänzend an die Seite der Berufsausbildung tritt und deren Ziel es ist, die Erkenntnisse der Pflegewissenschaften in den Pflegealltag zu tragen, hier zu einer guten Verbindung, nicht zuletzt für hochkomplexe Pflegebedarfe, für Leitungsaufgaben etc. zu kommen. Auch das ist ein starkes Signal, dass wir in der Pflege die Berufs- und Betätigungsfelder deutlich ausweiten. Meine Damen, meine Herren, wir haben natürlich nie, Kollegin Scharfenberg, da muss ich Ihnen widersprechen, behauptet, das ist das eine, was den Fachkräftemangel löst. Aber erstens haben wir heute einen Ausbildungsrekord in der Alten- und Krankenpflege. Eine gute Nachricht, die zeigt, wie viel Solidarität in dieser Gesellschaft steckt, wie viele Menschen in diesem Bereich tätig werden wollen. Und zweitens ist diese Ausbildungsreform eingebettet in eine Politik, in der wir in dieser Legislaturperiode die Zahlung von Tariflöhnen stärken, zusätzliche Betreuungskräfte einsetzen, am 1. Januar dieses Jahres in 11 Bundesländern bessere Personalschlüssel eingeführt haben, Personalbemessungsverfahren in Kranken- und Altenpflege auf den Weg bringen und Mindestpersonalgrenzen in der Mindestpersonalvorgaben. Nein, im nächsten Jahr soll die Einigung in der Krankenpflege erfolgt sein. Und die Schlüsselverbesserungen in der Altenpflege sind zum Jahresbeginn in Kraft getreten. Also dieses Konzept ist ein Baustein eingebettet in eine Politik, die sich fest dem Ziel verschrieben hat, die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte in unserem Land
nachdrücklich zu stärken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung zu diesem guten Gesetz. Sagt der Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe in der abschließenden Debatte über die Reform der Ausbildungswege in den Pflegeberufen. Da wird jetzt noch mal Widerspruch kommen von Harald Weinberg aus der Linksfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, natürlich, jetzt ist wieder die Opposition am Zuge. Insofern wird es jetzt wieder etwas kritischer. Das ist logisch halt. Mehr als 10 Jahre Diskussion um eine notwendige Reform der Pflegeausbildung liegen hinter uns. Im Mai 2016 gab es dann einen Gesetzesentwurf und in der Anhörung, die dann folgte, gab es massive Kritik an diesem Gesetzesentwurf und es wurde im Prinzip kein gutes Haar daran gelassen. Die Koalition, das hat man während der Anhörung deutlich gemerkt, hat sich an dieser Stelle auch verhakt. Es gab sehr, sehr unterschiedliche, fast unvereinbare Positionen. Und kurz vor Ende der Wahlperiode haben wir jetzt einen Kompromiss, der uns vorgelegt wurde, im Ausschuss halt eben in Form von sage und schreibe 46 Änderungsanträgen in 80 Seiten, die wir sozusagen einmal halt kurz durchgezogen bekommen haben. Gestern ist der Ausschussvorsitzende, der leider heute nicht da ist, halt gelobt worden wegen seiner Art und Weise, wie er den Ausschuss auch geführt hat. Diesem Lob möchte ich mich ausdrücklich anschließen erst einmal, ausdrücklich. Es war wirklich eine sehr gute Arbeit, die Edgar Franke da auch gemacht hat im Ausschuss. Aber an dieser Stelle, muss man sagen, war es keine Sternstunde des Ausschusses. An dieser Stelle überhaupt nicht, diese 46 Änderungsanträge auf die Art und Weise durchzuziehen und uns dann auch noch zu sagen, halt eben, es hätte sich substanziell nichts geändert und deswegen gäbe es keine zweite Anhörung. Das war nicht in Ordnung. Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Es ist klar, in der Politik muss es Kompromisse geben. Und öfters wird dann gesagt, wenn alle unzufrieden sind, dann sei der Kompromiss am besten gelungen. Nun, das mag ja zwischen Herrn Oelsdorfer und der Bettina Müller, die heute leider auch nicht da ist, zwischen Herrn Lauterbach und Herrn Nüßlein stimmen. Aber das Problem ist hier ein ganz anderes. Es lässt die vom Gesetz Betroffenen ratlos und entsetzt zurück. Und da gibt es eine gehörige und auch nachvollziehbare Angst, dass diese Verschlimmbesserung, die wir jetzt in diesem Kompromiss haben, in der Umsetzung enorme Probleme macht. Und etliche Einrichtungen der Pflegeausbildung fürchten zu Recht, dass sie dabei auf der Strecke bleiben könnten. Alleine die Organisation der Praxisphasen überfordert vor allen Dingen kleinere Ausbildungseinrichtungen in einer ganz besonderen Art und Weise. Und das ist nicht in Ordnung. Und nahezu unvereinbare Ausgangspositionen sind zu einem schlechten Kompromiss zusammengeschustert worden, das muss man sagen. Dabei hätte mit unserem Antrag ein Konzept einer integrierten Ausbildung vorgelegen, deren nähere Betrachtung und Einbeziehung wirklich sinnvoll gewesen wäre. Das haben Sie allerdings leider nicht gemacht. Ich will allerdings noch deutlich sagen, es gibt natürlich auch ein paar Punkte, die ich auch positiv finde und die ich auch herausstellen möchte. Das Schulgeld ist schon benannt worden. Die Möglichkeit der Interessensvertretung, doch auch über Mitbestimmung sozusagen halt eben auf die Ausbildung Einfluss zu nehmen, ist ein weiterer positiver Punkt. Und auch die Ausbildungsumlage und der Fonds will ich durchaus halt eben als einen positiven Punkt benennen. Aber manchmal ist der Kompromiss schlechter als der bestehende schlechte Zustand. Das ist hier eindeutig der Fall. Und es gibt eine Aussage von vielen Verbänden, damit meine ich jetzt nicht die Arbeitgeberverbände, in erster Linie auch andere Verbände, die sagen, lieber kein Gesetz in dieser Wahlperiode als ein solches Gesetz. Das ist die Aussage einiger betroffener Verbände. Sie werden leider nicht gehört werden. Sie werden das jetzt durchziehen. Sie werden mit ihrer Mehrheit das jetzt verabschieden. Unsere Stimmen werden Sie dazu auf jeden Fall nicht bekommen. Vielen Dank. Karl Lauterbach ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich noch einmal auf die Probleme zu sprechen kommen, die dieses Gesetz lösen wird, wenn sie auch nicht komplett gelöst werden. Aber wichtige Beiträge werden geliefert. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland zu den letzten Ländern in Europa gehört, wo es die geteilte Ausbildung noch gibt. Und es ist medizinisch nicht mehr sinnvoll, weil wir mittlerweile in der Krankenversorgung, in der Krankenhaus- und Krankenversorgung zunehmend geriatrische und palliativ zu versorgende Patienten haben, die auch pflegerisch betreut werden müssen. Wir haben in den Pflegeeinrichtungen zahlreiche Patienten, die auch also akut krank sind, die an Diabetes leiden, die psychiatrische Erkrankungen haben, die dement sind. Auch die Demenz ist eine Erkrankung. Das heißt, hier also werden medizinische Kenntnisse viel wichtiger werden in der Zukunft.
Wir haben bei Kindern schon Pflegebedürftigkeit, weil Kinder mit Stoffwechselstörungen geboren werden und dann nach 4 oder 5 Jahren pflegebedürftig werden. Zusätzlich haben sie oft die Krankheiten, die auch Erwachsene entwickeln. Der Altersdiabetes bei Kindern ist zum Beispiel keine Seltenheit mehr. Und auch Suchterkrankungen, die wir in der Vergangenheit nur bei Erwachsenen gesehen haben, bekommen schon Kinder. Damit überschneiden sich die Bedarfe immer mehr. Die Ausbildung muss daher ganzheitlich sein. Und ich gebe zu, dass es richtig gewesen wäre, wenn wir die Verordnung für die Inhalte, die Lehrinhalte, schon fertig gehabt hätten. Das ist ganz klar. Aber wir müssen hier auf die Fachverbände vertrauen, die das vorbereiten. Ich bin mit einigen dieser Verbände in engem Kontakt. Ich bin aber sicher, dass das Wichtigste die gemeinsame Ausbildung ist. Und die gemeinsame Ausbildung, dazu wird heute der wichtigste Schritt seit 10 Jahren unternommen. Zum Zweiten, es ist auch die Ausnahme, dass heute jemand, der in den Beruf geht, schon weiß, was er die nächsten 30, 40 Jahre in dem Beruf machen wird. Das ist aber in der Pflegeausbildung derzeit notwendig. Wenn ich die Ausbildung in der Kinderpflege mache, bin ich festgelegt auf die Kinderpflege. Wenn ich die Ausbildung der Altenpflege mache, kann ich nicht in der Krankenpflege arbeiten. Das ist nicht zeitgemäß und damit verlieren wir zahlreiche, die in dem Beruf eigentlich weiterarbeiten wollen, aber nicht in der Sparte, in der sie ausgebildet wurden. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, in jedem Bereich der Pflege zu arbeiten. Das ist erstens eine Erweiterung des Spektrums, zum Zweiten auch die Möglichkeit, eine neue Arbeit zu finden, wenn ich mich räumlich verändere oder wenn ich einfach mal eine andere Tätigkeit machen will oder wenn ich das Gelernte tragen will in den neuen Bereich. Das ist eine wesentliche Flexibilisierung der Berufsausbildung. Und zum Dritten. Wir haben in den nächsten Jahren jedes Jahr mit mindestens netto 50.000 zusätzlichen Pflegebedürftigen zu rechnen. Das ist 500.000 in 10 Jahren. Das ist eine ganz, ganz, ganz konservative Berechnung. Daher muss der Beruf attraktiver werden. Und der Beruf wird nur attraktiver werden, wenn er auch besser bezahlt wird. Die Altenpflege insbesondere zählt zu den Berufen, die am schlechtesten bezahlt werden. Das ist ein hochqualifizierter Beruf. Eine Schande, es ist ein hochqualifizierter Beruf, der zu schlecht bezahlt wird. Die Angleichung der Ausbildung, die wird langfristig auch zu einer Angleichung der Tarife führen. Und daher, Frau Zimmermann, also hat es mich überrascht, dass Sie sich hier ausgerechnet auf den Arbeitgeberverband in der Pflege beziehen. Denn der hat doch über Jahre hinweg diese Reform nur bekämpft, damit die Altenpflege nicht zu teuer werden würde. Das ist doch der Grund gewesen. Und es ist richtig, dass wir eine Personalbemessung eingeführt haben. Wir haben sie für die Krankenpflege eingeführt, für alle personalintensiven Bereiche. Nicht, wie Sie gesagt haben, für das Jahr 2020, sondern für das Jahr 2018 ist das vorgesehen. Und wir haben es ebenfalls vorgesehen. Wir haben es ebenfalls vorgesehen für die Altenpflege. Somit haben wir dann Tarife und Personalbemessungen in fast allen bedeutsamen Bereichen der Pflege, einschließlich der Intensivpflege. Das sind doch wichtige Schritte nach vorne. Wir haben den Pflegebedarfsbegriff geändert, dass in den Vordergrund gerückt wird, was der Einzelne noch kann. Auch daran haben wir 10 Jahre gearbeitet. Es kann doch nicht abgestritten werden, dass dies in der Summe betrachtet mit insgesamt Mehrausgaben für die Pflege von 6 Milliarden pro Jahr, 25% Mehrausgaben im Bereich der sozialen Sicherung in einer Legislaturperiode. Es kann doch nicht abgestritten werden, dass das eine sehr gute Legislaturperiode für die Pflege und damit meine ich insbesondere die Pflegebedürftigen gewesen ist. Ich komme zum Abschluss. Auch ich will danken. Ich möchte mich bei Herrn Gröhe bedanken für die sehr gute Zusammenarbeit, bei Kollegin Nussan. Ich mache das kürzer, um Ihnen nicht zu schaden oder um uns beiden nicht zu schaden. Und ich möchte mich aber auch ausdrücklich bei unserer Arbeitsgruppe bedanken, weil wir haben ja hier einige Drehungen und Wendungen vornehmen müssen. Der Prozess war zum Teil ein bisschen, ich sage mal, spitzenlastig, aber ihr seid alle mitgezogen. Wir haben ein gutes gemeinsames Ergebnis nachher gehabt. Auch dafür möchte ich ausdrücklich danken und wünsche uns eine gute Umsetzung für diese wichtige Reform.
SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach und der ja auch Gesundheitspolitiker ist, jetzt noch mal der Bundestagspräsident mit einer Anmerkung. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Nadine Schön für die CDU-CSU-Fraktion. Na, das war doch kürzer, als ich dachte. Jetzt Nadine Schön, auch sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende, allerdings der Unionsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. 133.000 Menschen beginnen pro Jahr derzeit eine Ausbildung im Bereich der Krankenpflege, der Altenpflege oder der Kinderkrankenpflege. 133.000 Menschen, die für uns, für unsere Gesundheit bzw. eben für die Pflege im Alter verantwortlich sind, die uns in schwierigen Phasen des Lebens helfen, die betreuen, pflegen, den Heilungsprozess unterstützen. Und wir alle sind darauf angewiesen, dass Menschen sich mit Herz, mit Verstand, mit Sachkenntnis und mit Empathie dieser anspruchsvollen Aufgabe widmen. Wir sind darauf angewiesen, dass sich genügend Menschen für diesen Beruf entscheiden. Ja, wir wollen, dass mehr Menschen diese Berufe ergreifen, damit die Situation in den Heimen, bei den Pflegediensten und in den Krankenhäusern besser wird, damit im Sinne der Beschäftigten und natürlich auch im Sinne der zu Pflegenden. Wir sind darauf angewiesen, dass diese Menschen, die in der Pflege arbeiten, eine gute, ja eine optimale Ausbildung haben, und dazu gilt dieses Gesetz der Reform der Pflegeberufe, das wir heute verabschieden werden. Das Gesetz hat mehrere Ziele. Wir wollen zum einen die Ausbildung modernisieren. Alle, die in der Pflege arbeiten, brauchen eine gute Ausbildung, und zwar eine Ausbildung, die sich auf die geänderten Anforderungen aufstellt. Und mein Vorredner hat es gesagt, die Bewohner in den Pflegeheimen sind oft mehrfach krank, sie sind chronisch krank. Das ändert die Anforderungen an unsere Pflegekräfte. Sie brauchen mehr Krankenpflegekompetenz, mehr medizinische Kompetenz. Und umgekehrt ist es so, dass in den Krankenhäusern sehr oft alte Menschen sind, demenziell erkrankte Menschen. Und hier ist ein höherer Pflegebedarf notwendig in den Krankenhäusern. Und deshalb müssen auch die Krankenpfleger mehr Kompetenzen aus dem Bereich der Altenpflege erhalten. Und deshalb legen wir heute eine Reform vor, die zum einen in den ersten 2 Jahren eine gemeinsame Ausbildung macht und auch eine komplett generalistische Ausbildung eröffnet. Und es gab hier viele Modellprojekte in unserem Land. Auch in meinem Heimatland, im Saarland, hat man die Generalistik erprobt mit sehr, sehr guten Ergebnissen, die teilweise auch sehr überraschend waren. Wir wollen zum Zweiten die Ausbildung attraktiver machen. Das gelingt uns durch mehr Durchlässigkeit in den Bereichen. Es ist ja gesagt worden, nicht jeder will an dem Arbeitsplatz 40, 50 Jahre lang arbeiten, wo er sein Berufsleben begonnen hat. Wir erhöhen die Durchlässigkeit durch die generalistische Ausbildung. Wir wollen mehr Möglichkeiten und Chancen schaffen, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Wir schaffen das Schulgeld ab, und das ist wirklich verrückt, dass es das in einigen Bundesländern noch gibt. Wir machen die Ausbildung attraktiver und wollen so für mehr Nachwuchs sorgen, was dann auch den Pflegemangel in den Einrichtungen beseitigt. Wir wollen die Finanzierung der Ausbildung auf sichere Beine stellen und vor allem zukunftsfest machen. Und was uns besonders wichtig ist, wir wollen die Wahlfreiheit erhalten. Und in den Verhandlungen, und auch das ist ja zur Sprache gekommen, war das ja immer ein großes Thema. Schaffen wir es denn? Wie ist es mit denjenigen, die eigentlich nur in der Kinderkrankenpflege arbeiten wollen? Und wie ist es denn mit denen, die in der Altenpflege arbeiten und auch gerne nur in diesem Bereich arbeiten wollen? Mit dem Gesetz, mit den Reformen, mit dem Kompromiss, den wir heute vorlegen, ermöglichen wir es, dass alle eine generalistische Ausbildung machen können, dass man aber auch die Möglichkeit hat, nur Kinderkrankenpfleger zu werden oder nur Altenpfleger zu werden. Und damit geben wir die Entscheidungsfreiheit in die Hände der jungen Menschen. Die jungen Menschen entscheiden selbst, wo sich der Weg hinentwickelt. Und dann werden wir nach 6 Jahren evaluieren. Und das, finde ich, ist eine sehr praxistaugliche Lösung und ein guter Kompromiss, den wir gemeinsam gefunden haben. Als Unionsfraktion war es uns wichtig, dass wir möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, im Bereich der Pflege zu arbeiten. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass wir die Möglichkeit schaffen, nach 2 Jahren mit einem Abschluss, nämlich mit einem Pflegeassistenzabschluss, seine Ausbildung zu beenden. Da brauchen wir die Länder, das ist völlig klar.
Und wir geben aber auch die Möglichkeit allen, wir wollen auch, dass diejenigen eine Möglichkeit haben, einen Abschluss zu machen, die vielleicht nicht eine generalistische Ausbildung machen wollen. Und deshalb schaffen wir eben möglichst viel Wahlfreiheit. Wir geben allen jungen Menschen, die in der Pflege arbeiten, die Chance, das zu tun. Und dafür haben wir viel verhandelt. Wir haben viele Kompromisse erzielen müssen. Wir wollen aber damit die Ausbildung zukunftsfest machen. Und es ist schon gesagt worden, wir werden mit diesem Gesetz nicht alle Probleme lösen. Aber mit diesem Gesetz und den vielen anderen Gesetzen, die wir in dieser Legislaturperiode verabschiedet haben, sind wir Meilensteine in der Pflege gegangen. Es liegt noch Arbeit vor uns, wir haben viel zu tun, aber dieses Gesetz ist ein wichtiger Baustein. Und deshalb danke ich allen, die dazu beigetragen haben, dass wir zu einem Ergebnis gekommen sind. Und ich bin mir sicher, dass wir die Situation an vielen Stellen verbessern werden. Vielen Dank. Das Wort erhält nun Mechthild Rabert für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich möchte als erstes diejenigen begrüßen, die die Pflege sind, Vertreter und Vertreterinnen von Berufsverbänden, Gewerkschaften, Pflegekammern. Seien Sie willkommen, nehmen Sie teil, gestalten Sie mit. Ich stehe hier stellvertretend, also für meine Kollegin Bettina Müller, die heute nicht hier sein kann. Ich möchte ihr ganz herzlich danken für ihren Einsatz, den sie im Rahmenkontext der Durchsetzung der nicht so ganz unkomplikationslosen Debatten also auch geführt hat. Und ich danke an der Stelle auch schon mal ganz besonders Petra Grohne, aber sie spricht ja gleich noch. Frau Schön, wir wollen die Generalistik, damit niemand mehr sagen kann, es geht nur um die Kolleginnen und Kollegen in der Altenpflege. Es geht nur um diejenigen, die in der Kinderkrankenpflege sind. Wir wollen das abschaffen. Dieses Nur ist genau das, was Pflegefachkräfte nicht gebrauchen. Sie gebrauchen eine Aufwertung ihrer Berufe und keine Dequalifizierung, die, wie Sie es vorhin dargelegt haben, mit diesem Nur in Ihren Ausführungen. Lesen Sie Ihr eigenes Protokoll nach. Richtigstellen möchte ich auch. Der Begriff Zwischenprüfung ist ein irritierender. Abgefragt wird, also eine Wissensabfrage, es wird durch dieses Bundesgesetz keinen Ausbildungsabschluss nach 2 Jahren geben. Wir halten daran fest, Fachkraft ist Mensch hier in Deutschland nach einer 3-jährigen Ausbildung und daran wird nicht gerüttelt und schon gar nicht in der Pflege. Wir wollen die Generalistik aber aus verschiedenen Gründen. Einige sind erwähnt worden. Wir wollen sie aufgrund der zusammenwachsenden Pflegesettings, also mit anderen Worten zur besseren Versorgungssicherheit. Wir wollen sie aber auch, damit wissenschaftlich fundierte Qualitäts- und Kompetenzzuwächse, die ja in der Wissenschaft Pflege da sind, auch tatsächlich in der Pflege also auch ankommen. Uns geht es aber auch um die professionell Pflegenden selbst. Es geht um ihre Höherstellung, um ihre Wertschätzung, um ihre andere Rolle in einem hierarchischen Gefüge, was Gesundheit und Pflege häufig also noch gibt. Wir wollen für die Pflege und für die Pflegenden Augenhöhe erreichen, denn das hat Pflege verdient und wir als Patientinnen und Pflegebedürftigen auch. Deswegen haben wir die klare Benennung von Vorbehaltsaufgaben und die Etablierung der hochschulischen Pflegeausbildung eingeführt. Ein nächster Baustein, warum wir die Generalistik wollen. Pflegefachkräfte sollen berufliche Chancen zum breiteren Einsatz ihrer Kompetenzen haben, und zwar von der Prävention bis hin also zum Palliativcare. Und dazu brauchen wir eine generalistische Ausbildung. Und ja, ich liebe es, auch auf den schnöden Mammon zu kommen. Auch Frauen bezahlen ihre Wohnungen nicht alleine nur von Luft und Liebe. Es geht darum, wir müssen investieren in diesen Bereich. Und die Einzigen, die wirklich zur Gleichstellung dieser Berufe, Katharina Barley hat darauf hingewiesen,
und das tut der zweite Gleichstellungsbericht auch, die da investieren wollen. Wir brauchen mehr öffentliche Investitionen in diesem Sektor. Wir brauchen eine Aufwertung also der Berufe und wir brauchen mehr Geld bei denjenigen, die für uns und unsere Gesundheit arbeiten. Danke an die Pflegenden. Und wir diskutieren mit Sicherheit diese ganze Frage weiter. Lassen Sie uns nicht im Stich. Ich freue mich durchaus auch schon auf die kritischen Auseinandersetzungen, die es weitergeht. Hauptsache, Sie sprechen mit einer Stimme und bleiben an unserer Seite. Danke. Mechthild Rawert für die SPD-Fraktion. Und wir nähern uns so langsam, aber sicher dem Ende dieser Debatte. Der vorletzte Redner ist Erich Irlsthofer, der aus der Unionsfraktion kommt und Mitglied im Gesundheitsausschuss ist. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben debattiert, diskutiert, gestritten, uns wieder versöhnt und heute bringen wir ein Gesetz auf den Weg, das richtig ist, das gut ist und das ordentlich ist. Selten, meine sehr geehrten Damen und Herren, prallten die Überzeugungen in der gesundheitspolitischen und pflegepolitischen Diskussion und Debatte so stark aufeinander wie in diesem Gesetzgebungsverfahren. Aber ich möchte schon auch unterstreichen, und das ist mir wichtig, dass diese Diskussion immer von hoher Fachlichkeit in jeder Phase geführt wurde. Sowohl die Befürworter einer spezialisierten Ausbildung als auch die Verfechter der vollständigen Generalistik hatten gute Argumente für ihre jeweilige Position. Was sich zu Anfang als klarer Weg angebahnt hatte, stellte sich im Verlauf der Debatte und vor allem mit dem Austausch mit den Betroffenen und den Akteuren der Szene durchaus schwieriger und komplexer dar als ursprünglich angenommen. Spätestens nach der öffentlichen Anhörung im vergangenen Frühjahr war es für uns Abgeordnete der Union klar, dass wir noch einen deutlichen Änderungsbedarf an dem Gesetz hatten. Klar war allerdings für alle Akteure, dass die Pflege in Deutschland eine neue Ausrichtung benötigt. Wir dürfen keine einzige helfende Hand, egal mit welchem Schulabschluss und mit welcher schulischen Ausbildung, abweisen. Das war uns wichtig. Und eine gute Pflegepolitik, und das möchte ich hier schon auch noch mal unterstreichen, ist und wird auch künftig eine tragende Säule der Sozialpolitik in unserem Land sein. Umso erfreulicher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es, dass wir als Koalitionsfraktion aus CDU, CSU und SPD nun diesen Kompromissvorschlag, den die Union eingebracht hat, auch umsetzen. Bundesminister Gröhe, Karl-Josef Laumann, Georg Nüssel und all meine Vorredner haben bereits die neuen Regelungen für die Pflegeausbildung erläutert. Und die jetzt abgeänderte Fassung des Gesetzes berücksichtigt auch die kritischen Stimmen. Das ist mir wichtig, dass wir das auch festhalten. Und eines möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass wir stets in unseren pflegepolitischen Debatten betont haben und das als Union uns auch besonders am Herzen lag. Der Zugang für Haupt- und Mittelschüler zur Pflegeausbildung wird erhalten bleiben. Und das ist ein Signal, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein Signal für den Ausbildungsmarkt und an die Jugendlichen in unserem Land. Die duale Ausbildung hat Zukunft. Akademisierung und duale Ausbildung sind auf Augenhöhe. Und das ist die Basis auch für die Wertschätzung in der Pflege, die wir benötigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Schulabschlüsse allein sind nicht ausschlaggebend. Und in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch erreicht, dass die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung in dem nächsten Deutschen Bundestag zur Beschlussfassung zugeführt wird. Das ist nicht selbstverständlich gewesen. Und wenn wir einmal auf andere Gesetzgebungen schauen, und damit haben wir dem Parlament die Chance eingeräumt, ganz genau zu beobachten und auch zu schauen, ob die neue Prüfungsanforderung auch alle Schülerinnen und Schüler bewältigen können. Wir wollen nach diesem Gesetz keinen Bahnhof der Enttäuschten erzeugen und deshalb gehen wir ins Detail, deshalb braucht das Haus Zeit und diese Zeit nehmen wir uns. Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns ist klar, dass wir natürlich mit den Einrichtungen, den Trägern, den Schulen auch die Zeit zur Vorbereitung geben müssen. Die neuen Anforderungen in der Praxis umzusetzen, wird nicht einfach.
Und deswegen hilft es zu diesem Zeitpunkt auch wenig, wenn die Opposition hier versucht, ein Gefahrenszenario für Pflegeschulden heraufzubeschwören. Wir müssen als Politik der betroffenen Szene die Möglichkeit geben, die neue Pflegeausbildung zu etablieren. Und sollten wir, und das ist mir wichtig, sollten wir wieder erwarten, Komplikationen hier feststellen oder sollten Komplikationen auftreten, steht es doch dem Gesetzgeber immer wieder noch frei und wir haben es doch selbst in der Hand, hier nachzusteuern. Und wenn wir das feststellen, werden wir das auch machen. Da bin ich mir wirklich sicher. In der ganzen Diskussion ist auch das Thema Bezahlung für die Arbeit und dergleichen immer wieder aufgeploppt. Ich kann nur sagen, für das Thema Bezahlung sind die Tarifpartner zuständig und nicht die Parteien. Und das ist richtig so. Und das ist gut so. Und zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich mich natürlich für die Zusammenarbeit bedanken. Wir haben in dieser Legislatur für die Pflege in Deutschland und somit für die Menschen viel erreicht. Wir haben es weiterentwickelt. Wir haben die Pflege zukunftsfest gemacht. Dafür bedanke ich mich. Herzlichen Dank. Erich Elsdorfer, der vorletzte Redner in dieser zweiten und abschließenden und dritten und damit abschließenden Beratung der Reform der Pflegeberufe bzw. der Ausbildungswege dorthin. Letzte Rednerin Petra Krone für die SPD. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, endlich, endlich nach langen Ringen beschließen wir heute das Gesetz zur Reform der Pflegeausbildung. Nein, es ist nicht die reine Lehre, die ich mir gewünscht hätte. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir heute einen ganz großen Schritt gemeinsam gehen. Lange schon haben wir an diesem Gesetz gearbeitet. Ich erinnere mich, dass auch schon darüber gesprochen wurde, als die Gesundheitsministerin noch Ulla Schmidt hieß. Eine überwiegend generalistische Ausbildung war und ist unser Ziel, und das haben wir endlich erreicht. Die Verhandlungen waren nicht leicht, das möchte ich nicht verhehlen, aber ich bin überzeugt, dass wir am Ende überzeugen werden und sicherlich die meisten die generalistische Ausbildung wählen werden. Deutschland braucht nämlich einen Pflegeberuf, der auf die wahren Bedürfnisse in der Pflege kranker Menschen jeden Alters eingeht. Klar, wir wollen alle mit 100 Jahren kerngesund sterben, aber das Leben ist leider nicht so. Und wer, meine Damen und Herren, ältere Angehörige oder Freunde mit altersbedingten Handicaps wie etwa Demenz in den Krankenhäusern begleitet hat, weiß wirklich von großen Problemen zu sprechen. Diese Menschen werden in Zukunft auf Pflegekräfte treffen, die auch in der Altenpflege ausgebildet sind. Und wenn sie dann früh entlassen in die stationären Senioreneinrichtungen oder in die ambulante Betreuung zurückkehren, treffen sie da auf Pflegekräfte, die sich auch in der Krankenpflege bestens auskennen. Andererseits sind wir es aber auch unbedingt den Pflegerinnen und Pflegern schuldig, bessere Bedingungen zu schaffen. Und das machen wir mit diesem Gesetz. Das Schulgeld wird im ganzen Land abgeschafft. Stattdessen gibt es für alle eine Ausbildungsvergütung. Der Pflegeberuf wird attraktiver, weil es nun ganz viele Einsatz- und Wechsel- und Aufstiegsmöglichkeiten gibt. Alle, die die generalistische Ausbildung, egal mit welchem Schwerpunkt, durchlaufen haben, werden gleich bezahlt. Und das kommt besonders denen zugute, die in der Altenpflege arbeiten. Und dazu werden die Pflegeaufgaben in der Zukunft ausschließlich Pflegekräften vorbehalten sein. Ich verhehle nicht, das Gesetz gefällt nicht allen. Besonders die privaten Pflegeanbieter haben sich immer lautstark gegen eine Ausbildungsreform gewandt. An deren Ende stehen nämlich besser und breiter ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger. Und die müssen auch besser bezahlt werden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und ich wundere mich so ein bisschen, dass sich gerade die Linken und auch die Grünen auf diese Seite schlagen. Aber die Menge der Befürworter ist wesentlich größer. Ich schaue mal da nach oben. Der Deutsche Pflegerat, der Pflegetag, hat es ganz deutlich gezeigt. Die Wohlfahrtsverbände, vorneweg die Caritas, die Diakonie und die AWO und viele mehr. Ja, viele haben sogar sehnlichst auf dieses Gesetz gewartet, wie die hervorragende und innovative Fortbildungsakademie für Gesundheitspflege in Olpe, in meinem Wahlkreis.
Sie alle haben erkannt, wir werden die demografische Entwicklung nicht aufhalten. Jeder und jede weiß um den Mangel an Arbeitskräften in der Pflege. Und es brennt besonders in der Altenpflege. Darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen diese gut ausgebildeten Pflegerinnen und Pfleger. Und dazu brauchen wir auch Pflegeassistenten und akademisch ausgebildete Pflegekräfte. Lassen Sie uns alles dafür tun, die jungen Leute zu unterstützen, die mit Begeisterung den Pflegeberuf wählen und dass es immer mehr werden. Und lassen Sie uns alle Register ziehen, dass Sie diesen Beruf auch lieben und dafür brennen, ohne auszubrennen. Und deshalb bin ich auch begeistert von der Initiative unserer Arbeitsministerin Andrea Nahles für eine bessere Bezahlung in der Pflege. Lassen Sie uns dafür kämpfen mit den Gewerkschaften. Richten Sie Pflegekammern ein in den Ländern. Rheinland-Pfalz ist da schon mit gutem Beispiel vorausgegangen. Liebe Kollegen und Kolleginnen, auch wenn es in zwei Legislaturperioden der Diskussionen gegeben hat, Gespräche, Verhandlungen und leider auch Stillstand, bin ich alles in allem doch zufrieden. Und gut, dass wir heute, kurz vorm Ende meiner Zeit als Abgeordnete, ein Gesetz verabschieden, das die Pflege in Deutschland ein ganzes Stück zukunftsfester macht. Ich danke allen Beteiligten, die beharrlich und mit großer Geduld daran gearbeitet haben. Ich danke dem Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Ministerium für Gesundheit, übrigens auch den Staatssekretärinnen Frau Ferner und Frau Wittmann-Mautz für ihre Beharrlichkeit. Und ich danke den Ländern übrigens auch, die alle mit eingebunden waren, und den Kolleginnen und Kollegen. Und letztendlich bedanke ich mich bei dem Präsidenten, dass er mir noch eine Minute geschenkt hat zu meiner letzten Rede. Und ich danke allen fürs Lauschen meiner letzten Rede. Dankeschön. Es waren genau anderthalb Minuten, Frau Kollegin Krone. Aber es hätten auch noch 10 oder 15 Sekunden mehr sein können. Bei Ihrer letzten Rede hier im Deutschen Bundestag eine gute Gelegenheit, Ihnen herzlich zu danken für Ihre Arbeit hier im Hause und alles Gute für die nächsten Jahre zu wünschen. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Reform der Pflegeberufe. Sie sehen, ich hab sorgfältig zugehört. Hierzu liegt mir eine Erklärung zur Abstimmung der Kollegin Emmy Zöllner vor, die wir wie üblich dem Protokoll beifügen. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 12847 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf der Drucksache 7823 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in dieser Fassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der Opposition angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich von ihren Plätzen zu erheben. Vielen Dank. Wer möchte dagegen stimmen? Und damit ist dieser Gesetzentwurf angenommen und kann dann in der nächsten Bundesratssitzung auch noch mal beschlossen werden. Das wird dann in der nächsten Woche der Fall sein. Und das bedeutet, dass die Pflegeberufe Ausbildung auf einen neuen Weg, neue Wege gehen wird in Zukunft. Einiges ist noch offen, das haben Sie in der Diskussion mitbekommen, insbesondere was die Inhalte angeht, der Ausbildungswege. Da wird man sich dann in der nächsten Legislaturperiode mit befassen müssen. Auffällig in dieser Debatte ganz was anderes, nämlich, dass wir gleich drei Rednerinnen gesehen haben, die in der nächsten Legislaturperiode nicht dabei sein werden. Elisabeth Scharfenberg mit ihrer letzten Rede heute, auch Petra Krone mit ihrer letzten und Nadine Schönwirth auch nicht wiederkommen in den nächsten Deutschen Bundestag.